gebratener Hummer, Jakobsmuscheln mit Thymianbutter, Feinschmeckermenüs von Spitzenköchen direkt nach Hause. Christoph und Stefan Boxi machen das möglich. Sie betreiben Belgiens exklusivsten Catering-Dienst. Seit ihrer Kindheit stehen die beiden Brüder gemeinsam an den Töpfen und ergänzen sich perfekt. Zwei Köche, ein Geschmacksempfinden. Das funktioniert, denn die beiden sind eineiige Zwillinge. Das hier ist eine Hummersoße. Die mag ich normalerweise überhaupt nicht. Aber wir bereiten sie auf unsere eigene Weise zu. Sie ist sehr intensiv, sehr pur. Wir mögen keine langweiligen Soßen. Man muss ihr Aroma herausschmecken. Hier entstehen die eigenwilligen Kreationen der Boxi-Zwillinge. In einem kleinen Vorort von Gent, im Norden Belgiens. Die moderne Architektur ihres gläsernen Kochstudios zeigt, hier wird gerne experimentiert. Das hier ist Kerbelwurzel. War vielleicht ein bisschen zu viel Püree? Die Püree? Nein, jetzt ist gut. Heute probieren die Boxis eine neue Vorspeise aus. Eine Kombination aus getrocknetem Lauch, Kerbelwurzelpüree und Ei. Von jedem neuen Gericht machen sie eine Zeichnung, notieren alle Zutaten aufs Gramm genau. Auch die Arbeitsteilung ist klar. Stefan ist der Kreative, Christoph der Pragmatiker. Er kommt bei der Kreativität seines Bruders oft selbst ins Schwitzen. Ich gehe manchmal auf Veranstaltungen, schaue auf meine Liste und denke, oh je, jetzt bin ich in Schwierigkeiten. Jetzt muss ich erst mal meinen Bruder anrufen. Aber eigentlich kann ich seinen Gedanken immer folgen. Das ist unser natürlicher Vorteil als Zwillinge. Ich weiß als Zwilling eigentlich immer, was du denkst und was du machst. Für seine Extravaganz kennt man das Zwillingspaar mittlerweile in ganz Belgien. Die beiden haben mehrere Kochbücher geschrieben. Und sogar eine eigene TV-Show. Mit versteckter Kamera tourten sie 2015 als Restaurantkritiker durch Brüssel und machten das, was sie sowieso am liebsten tun. Essen, plaudern, streiten, essen. Ich will ja keine Namen nennen, aber wenn von 20 Sterne-Restaurants 2 gut sind, dann ist das schon viel. Wir wollen das jetzt aber nicht weiter ausführen, das wird sonst fies. Einer von uns reicht schon, aber 2 vergisst man nicht. Und Zwillinge erst recht nicht. Und dann vor allem, wenn er erst mal anfängt zu reden. Für die Vermarktung ist es perfekt, dass es die Boxis im Doppelpack gibt. 1961 geboren, sind die beiden von Anfang an ein unzertrennliches Team. Auch die Leidenschaft fürs Kochen entdecken sie gemeinsam. Wenn normale Kinder mit Autos, Lego oder Soldaten gespielt haben, haben wir mit Töpfen gespielt. Mit Kochtöpfen im Sand. Ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig. Mutter hatte viel Fantasie. Einer stand immer rechts von ihr, einer links. Wir haben ihr beim Kochen zugeschaut. Mit 21 eröffnen die beiden ihr erstes Restaurant und hätten sich beinahe daran die Finger verbrannt. Zu teuer, zu anders. Die Gäste bleiben in den ersten Jahren fern. Doch die Zwillinge halten zusammen, machen sich gegenseitig Mut, lassen sich nicht beirren. Mit ihren außergewöhnlichen Kreationen erkochen sich die Boxis sogar einen Michelin-Stern. Und von dem Zeitpunkt an haben wir nie mehr Kochbücher gekauft. Nie wieder. Wenn uns jemand ein Kochbuch geschenkt hat, haben wir es weggeworfen. Ich mag Kochbücher nicht. Wir achten auf unseren eigenen Stil. Das Restaurant gibt es schon lange nicht mehr. Mittlerweile konzentrieren sich die Boxis voll und ganz aufs Catering. An diesem Abend ist es eine kleine Veranstaltung. Doch manchmal verköstigen sie bis zu 2000 Leute. Und auch nach mehr als 30 Jahren am Herd sind die beiden immer noch nervös, ob es den Gästen schmeckt.
Ja, das ist tatsächlich so. Jedes Mal bist du angespannt. Mein Bruder und ich haben immer versucht, Essen zu machen, bei dem sich die Leute wohlfühlen. Wenn ich an Essen denke, denke ich an Familie und an Spaß. Und nach dem Essen wird abgespült. Da kommen selbst Star-Köche wie Stefan und Christoph Boxi nicht dran vorbei. Aber gemeinsam ist doch das dann nicht ganz so schlimm.